Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zu Cologne Bike Lane Folge 30. 30. 30. Eigentlich war geplant, mit euch schön hier im Dirtpark ein bisschen Spaß zu haben. Also primär wollten wir hier die kleine Table Line mit euch fahren. So, aber das muss jetzt noch ein bisschen warten, denn wenn ihr euch hier umguckt, irgendwelche Idioten haben hier Handschuhe verteilt. Hier lagen gerade eben Scherben am Double. Warte mal, Ja. du musst erwähnen, dass unsere Handschuhe aus meinem Rucksack sind und nicht die sind, die hier rumliegen, die wir gerade anhaben, weil Ja. das wäre ein bisschen eklig. Die kommen von mir, die sind eigentlich zum Ketteflicken gedacht, dass die Finger nicht dreckig werden, aber Müll kann man damit auch aufsammeln und das machen wir jetzt erstmal, weil es hier echt ziemlich grottig aussieht gerade. Und das muss ja nicht sein, sonst macht die Stadt das ja auch noch platt. Asoziale Leute, Mann, wenn ihr euch nicht um eure Spots kümmert, dann läuft das nicht. Versteht ihr? Dann kommt die Stadt, macht das zu und dann werden hier Wohnungen drauf gebaut oder irgendeine Scheiße so. Aber es gibt Leute, die haben Spaß an dem Kram und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr eure Spots sauber haltet. So. Genau, so ist es. Richtig. Wir räumen jetzt hier noch ein bisschen auf und dann geht die Action los. Ja, super. Was auch immer es ist, ich packe es nicht an. Ey, Mann! Warum sind die so, Mann? Wir waren auch echt vor ein paar Tagen noch hier und fragen uns, wie kann das sein, dass das so verdammt verdammt ist, dass so groß ist. Ja, so ist es echt gemein. Das verdirbt anderen echt den Spaß. Keiner will in der Müllhalde trainieren. Ja, fürs Erste haben wir alles. So, wie viel Arbeit war das jetzt? Wie viele Minuten? Das waren bestimmt ganze 5 Minuten. So sieht's aus. Meine Fresse, echt. Und das zu verteilen hat wahrscheinlich wesentlich länger gebraucht. So sieht's nämlich aus. Naja, jetzt ist wieder einigermaßen sauber hier. Ja, und jetzt können wir langsam starten. Für den gefährlichen Kram braucht man natürlich auch dementsprechende Schutzausrüstung, also Knieschoner. Und anderes habe ich noch nicht. Und Full Face Helm. So, für die Rennradfahrer unter euch, wenn ihr euch Knieschoner bestellen solltet, aus welchem Grund auch immer, nehmt immer eine größere Größe. Ich habe jetzt XL geholt und ich bin ja nicht der Größte, aber was die Oberschenkel angeht, muss man da schon vorsichtig sein. Offensichtlich haben BMXer und Downhiller nicht so fette Oberschenkel wie Rennradfahrer. So. Und damit man auch was sieht, ziehen wir eine Brille auf. So, hier haben wir jetzt auch mal so einen sicheren Helm besorgt für solche Spielereien. Den Unifit Lock. Muss ich euch mal zeigen. Kann man einfach so öffnen. Und das Coolste ist, kann man einfach so schließen. Magnetisch. Ja, magisch-magnetisch. Magnisch, magnetisch. Magisch-magnetisch. Ja, yeah, so. Jetzt kann der Spaß losgehen. Glück. Leute, ja, das ist, glaube ich, die richtige Gelegenheit, um euch unser Dirtbike vorzustellen. Das ist ein alter Rahmen, den hat der Max bei sich noch im Keller gehabt. Ich habe ein bisschen Geld investiert für Gabel und für Reifen und für ein Laufrad hinten, weil das total durch war. Ja, und jetzt haben wir ein schönes, geiles Spielzeug, mit dem sich richtig geil hüpfen lässt. Und macht Bock, oder was? So, Leute, ja, das ist im Prinzip das, was wir heute üben. Wir fahren von da hinten im Roll-In über den kleinen Table
setzen die Leinen noch nach da fort, aber das Wichtigste ist natürlich für uns die Airtime hier vorne am ersten Hügel. Schauen wir mal. So, ab geht's. Ha! Sauber, Alter! Wow! Gut gefangen! Shit! Na gut, du bist mal rausgekommen. Das ist gar nicht so unanstrengend, die Hüpferei. Oh ja. Vor allem, weil das heute. 38 Grad. Genau. Wir haben heute diesen mega warmen Tag. Ja. 38 Grad circa. Ja, und deswegen, wir hüpfen jetzt noch so ein bisschen locker diese Tableline, wie ihr seht. Das ist alles noch so nicht ganz gerade. Wir versuchen aber unser Bestes. Manchmal kommen wir in die Landung, manchmal fallen wir voll oben drauf und manchmal in die Hecke und ja. Aber wir trauen es uns wenigstens und machen einfach immer weiter. Und irgendwann wird das auch elegant aussehen, da bin ich mir ganz sicher. Ja, ich finde, man kann den Fortschritt halt schon erkennen. Also ich fühle mich deutlich sicherer jetzt beim Absprung, auch wenn es immer noch so ein bisschen beängstigend ist, wenn man auf diese Wand zufährt. Aber sonst, ja, ich denke so, der erste Bann ist gebrochen, Leute. Yeah. Ja, dann frisch ans Werk. Genau, machen wir weiter. So, Leute. Nehme ich euch mal mit. Ich hoffe, ihr könnt hier irgendwie ein bisschen was erkennen, was wir hier Lustiges veranstalten. Schauen wir doch mal. Oh, fuck. Ich hab gebremst. Ja. Yeah. Ich verstehe nicht, warum ich so schräg abziehe immer. Ja, Leute, ganz wichtig, wenn ihr so Jump-Versuche macht, seid euch sicher. Guckt, dass eure Füße gut auf den Pedalen sind. Basti, der Erklärbär. Und dann im Zweifel einfach laufen lassen. Das war zu kurz, da hatte ich zu viel Schiss, war zu langsam. Der war gut. So, Füße auf die Pedale. Eure bevorzugte Seite nach vorne. Und ab geht die Post. Yeah! Der war okay, ne? Ja, der war ganz in Ordnung. So, Leute. Eine neue Cam besorgt. Mit der können wir auch ordentlich zoomen. Genau. Ich habe gerade mal versucht, damit zu filmen.
Und ich hoffe, das waren ganz gute Aufnahmen. Man hat endlich mal ein Display, deswegen kann man noch mal Max sehen, was man filmt. Max moderiert jetzt. Ja, aber ist eigentlich ein ganz nettes Gerät, macht gute Bilder, man kann unglaublich weit reinzoomen. Das da ist der Table, über den wir die ganze Zeit jumpen. Jetzt gucken wir uns mal den ganzen Bewuchs darauf an. Ja, crazy, das sind echt krasse Bilder. Eine schöne Double Line haben wir hier auch. Werden wir natürlich nie springen, also jetzt noch nicht. Sonst rattert man voll da ins Gebüsch. Ja. Da ist man weg. Jetzt wieder hoch. Ich werde jetzt gleich fürchterlich schnaufen. Und ich habe auch eine Raucherlunge. Und das müsst ihr dann einfach ertragen. Ja, geht schon los. Rüber. Zack. Und dann ist die letzten beiden Tage springe ich nie so gut, weil ich mich immer voll auf den ersten konzentriere. Und aber irgendwann werde ich die natürlich auch mitspringen. Es ist so unglaublich anstrengend, weil es aber auch unglaublich warm ist. Es knallt zum Glück keine Sonne, aber ich bin ein bisschen langsam. Hinterwasser auf dem Table. Bisschen schräg gelandet, aber ging. Hey. So, und auf geht's. Bisschen langsam. Wow, aber das ist schön schräg. Holala. Hey. Das ist echt. Yeah. Ja. Hey. So, zum Abschluss mache ich noch einen. Ich fahre mal ganz langsam zum Startturm. Ich kann nicht mehr. Ja, Leute. Zu Max Verteidigung ist es wirklich mega warm. Man soll ja nie sagen, es ist die letzte Fahrt. Deswegen sage ich das auch nicht. Leider. Ich bin mit dem Hinterrad auf dem Knie gelandet. Ich tropfe schon vor Schweiß und werde jetzt erstmal auf. Das war doch eine gute Line. Ja! Alter, das war. Ich hatte so Angst. Alter, hatte ich Angst gerade. Ja, wisst ihr, Leute, die Sache ist, man muss schnell genug sein. Und es ist beängstigend, wenn man schnell genug ist. Geschwindigkeit gibt Sicherheit. Pause.
Ich muss was trinken, Alter. Boah, ist das krass. Sehr sketchy. Ich sehe mich immer schon liegen, ne? Ja, aber wir lernen gerade schräg zu landen, habe ich so den Eindruck. Ja, schräg landen ist richtig geil. Ja, witzig, auf jeden Fall. Wir können whippen, bevor wir jumpen können, genau. Habe ich so den Eindruck. Boah. Ich will jetzt noch mal einen sauberen machen. Hast du weggedrückt, warum? Ja, irgendwie schon. Irgendwie ist gerade der Wurm drin. Mal eine Pause. Besser ist das. So Leute, ja, langsam wird's dunkel und wir haben uns jetzt auf jeden Fall schon den Arsch abgeschwitzt bei dieser Hüpferei. Oh, aber wie? Man fährt hier nur so ein kleines Stückchen, das sind, keine Ahnung, 100 Meter noch nicht mal und man schwitzt wie irre. Aber das liegt natürlich an den Temperaturen und weil man hoch und runter hüpft. Oder das zumindest versucht. Wir haben es heute ein bisschen versucht, hat auch ansatzweise geklappt, ihr werdet es ja sehen. Und wir hatten auf jeden Fall Spaß dabei und werden einfach weitermachen, üben, 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 wie wir immer so schön sagen. Und irgendwann wird es dann auch elegant aussehen und dann versuchen wir noch ein paar andere Sachen. Und so wird das immer weitergehen, bis wir dann irgendwann moderate Fahrer sind. So sieht's aus. Ja, wenn ihr auch Bock habt, Tables zu springen oder Dirtbike zu fahren, dann tastet euch einfach langsam an. Ihr seht sogar zwei alte Säcke wie wir, kriegen das auf die Kette. Ja. Und genau, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal so ein bisschen den Grundstein gelegt und ihr könnt das auch. Ja, wir hoffen, es hat euch dieses Mal auch wieder gefallen und jetzt gibt es ab heute definitiv mehr von diesem ganzen Kram, weil jetzt haben wir die Helme, jetzt haben wir die Schoner und... Wir hatten schon einen Park, wo wir auch jetzt fahren können. So sieht's aus. Jetzt ist ja aufgeräumt. Da gibt es auch noch anderes. Genau, wir haben ja aufgeräumt. Jetzt sieht es hier auch wieder schön aus. Schwenkt mal ein bisschen, zeigt mal so ein bisschen, dass es hier noch andere Sachen gibt. Ja, genau. Und die sind zwar riesiger, so Riesentables und fette Anlieger hinten und ja... Das probieren wir alles irgendwann mal aus. Ihr habt das ja im Winter schon gesehen, aber da konnten wir hier überhaupt nichts machen und jetzt. Da waren wir noch ganz fähig dazu, genau. Fähig. Ja, Leute, also glaubt an euch, entwickelt euch weiter, immer üben, üben, üben und schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es heißt Cologne Bike Lane.